Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner hier ist der Daniel und ich bin der Sashi und wir präsentieren euch heute am 20. Oktober das heutige Geburtstagskind. Das ist nämlich Snoop Dogg. Snoop Dogg, findest du gut, oder was? Finde ich gut, aber was ich noch viel besser finde, lese ich gerade hier, wie der mit richtigen Namen heißt. Wie heißt er denn? Calvin Cordoza Borades. Calvin Cordoza Borades? Ja. Ja. Wenn du gesagt hast, hier, ich bin Fan von Kevin, Calvin heißt er. Calvin. Calvin Cordoza Borades. Hätte keiner gewusst, wer es ist. Aber auf gar keinen Fall. Snoop Dogg, aber weltbekannt. Und der hat heute Geburtstag. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja. 20. Oktober. Am 20. Oktober 1991. Da waren in den USA ungewöhnlich hohe Temperaturen und ein kleiner Wind und ein kleines Feuerchen hat dazu geführt, dass eine Riesenkatastrophe ausgelöst worden ist. Am Highway 24 an der Westküste von der USA wurde das Ganze zu einem Inferno mit 25 Todesopfern und 150 Verletzten und tausenden zerstörter Häuser und Wohnungen. Hammer, was da 1991 abgegangen ist. Unglaublich. Ja, einfach nur, weil es schweineheiß war an dem Tag. Das war am 20. Oktober. Am 20. Oktober ist aber noch was? Der Aktionstag der Internationalen Weltstatistik 2010 von der UN-Statistikkommission ins Leben gerufen. Ja, ganz wichtiger Aktionstag. Also bei Statistik fällt mir immer eigentlich nur ein, ich glaube wirklich nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Warum soll ich mich da groß... Ja. Nee. Es gibt Statistiken, die braucht kein Mensch. Ja. Aber heute am Weltstatistiktag, sagen wir einfach... Lassen wir mal alle Filme gerade sein. Toll. Toller Tag für die Weltstatistik. Ja. Statistiker habt alles richtig. Am 20. Oktober 1973 wurde in Sydney das Opernhaus eingeweiht von Königin Elisabeth II. Die kam da und hat das muschelförmige Gebäude eingeweiht. Und das ist bis heute das Wahrzeichen von Sydney. Die Mupfel. Warst du schon mal da? Leider noch nicht. Ich auch noch nicht in Sydney. Warum? In Perth war ich schon, aber in Sydney nicht. Perth. Ja. Das ist auch Australien. Wie heißt die Hauptstadt von Australien? Canberra. Ha! Hab gedacht, ich könnte dich mal, aber... Am Arsch der Ella, nix da. Ja. Okay. Wir haben heute ganz viel gelernt. Wir haben heute gelernt, was die Hauptstadt von Australien ist und wo das Opernhaus steht, wann es eingeweiht worden ist, dass Statistiken oftmals Banane sind und dass Snoop Dogg einen ganz anderen Namen hat eigentlich. Hab mir nicht mehr Calvin. Calvin weiß ich noch. Calvin Cordoza Brothers. Ja, genau. Ja. Ja, morgen gibt es wieder ganz viel Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein und ich sage bis dahin, Cheerio, Miss Sophie.